Nach ist das Auto weg. Dann ist das Auto wieder weg. Ja, bei eurem Glück. Ja, ja, würde mich echt nicht wundern. Mit dem Fahrrad, ne? So, wie weit bist denn du gekommen? Du bist die Straße runtergefahren, vermute ich mal? Ja, genau. Ich bin im Prinzip, wenn du hinter den Häuserblock gehst, die erste rechts rein. Im Prinzip. Ah ja, ich sehe das Auto, es steht hier. Also das Auto ist noch da. Ich bin noch da, oder was? Das Auto ist noch da, du nicht. Sorry, ist schon mal weg. Oh, das gute Horn ist drinne. Ja. Das Horny Horn. So, was packe ich denn jetzt da rein? Die Farbe packe ich mal mit da rein. Versuche gerade deinem Stuhl beizutreten und bei mir steht Server antwortet nicht. Dann geh mal aus dem... Beende das Spiel mal komplett und geh nochmal neu rein. Ich bin ja... Achso, nein, war ich, habe ich aber gerade eigentlich gemacht. Achso, du hast das Spiel schon ausgemacht gehabt? Okay. Ja. Ich muss jetzt mal beitreten. Server antwortet nicht. Der fucking Shit. Jetzt macht er irgendwas. Mal gucken. Ist natürlich top, wenn wenn der scheiß Server dich lokal rausschmeißt. Ja. Ich krieg ja noch mal ein Raster. Oh, hier eine Flinte. Die Wasteland 22. Ohne Munition. Natürlich. Und wieder? Wie immer. No money in here. No money, meine ich. Schönen guten Abend, David. Willkommen zu Miscreated. Ich habe mir ein bisschen rumgefummelt. Ich sehe auch jetzt gerade, dass ich schön blau leuchte durch mein neues Setup. Aber dafür ist es sauber ausgeschnitten, das Bild von mir. Kommst du wieder nicht rein? Doch, jetzt mach das. Dann müsstest du. Jetzt bin ich mal gespannt, wo du dich reinsetzt. Ja. Wahrscheinlich nicht ins Auto. Naja, vor allen Dingen nicht in die Nähe wahrscheinlich. Doch, da hinten läuft einer. Nee. Es ist nur meine Rammdüsigkeit. Ich bin nicht drin. Also du lädst noch, ja? Also ich bin in einem Haus. Ich bin, glaube ich, irgendwo, aber nicht beim Airfield. Anscheinend gibt es auch Boote. Ja, soll es geben, ja. Ich parke das Auto mal hier auf dem Bürgersteig. Also anscheinend gab es ein paar Map-Changes. Es gibt wohl westlich von Hayward, jetzt kann man irgendwie mit dem Boot fahren. Na, Gesundheit, die Frage ist, wo man hinkommt dann. Ja. Kommst nirgendwo hin. Ja. Das ist Bermuda Dreieck. Mitten auf der Straße, in fucking nowhere. Bist du gespawnt, echt, na, herzlichen Glückwunsch. Wo bist du jetzt? Also, aber nee, Anna am Airfield. Also, aber eben nicht da, wo ich raus bin. Also sei froh, das eine Mal war es doch so, dass wir wirklich 300 Kilometer woanders gespawnt sind. Ich bin in einem der Baracken drin, also in den Häusern und suche da rum. Und das Auto steht auf dem Bürgersteig, da wo du vorher drin warst in dem Haus. Okay. Oh. Ich hätte hier noch eine Militärjacke, die nehme ich mal für Jule mit. Gut, wollen wir denn zu Jule fahren oder wie sieht's aus? Wir sind ja dann durch eigentlich, oder? Ja, na, wenn Jule sagt, wo sie genau ist, ungefähr. Ja, ich bin an einem Amaldant Airfield-Schild und da laufe ich jetzt hin. Dann müsstest du ja quasi in unsere Richtung kommen. Ja, das Problem ist, die Straße bin ich lang gelaufen. Das erste, was ich gesehen habe, war das, was ich euch vorgelesen habe. Da stand nichts mehr von Airfield. Deswegen mich ein bisschen verwirrt. Warum hast du jetzt geschrieben, Weil mich wieder ein Zombie durch die Wand angegriffen hat. Getriggert und angegriffen. Oh, hab ich mich zu Tode erschrocken, ey. Das meine Fresse. Nee, also ich glaube. Aber wo schwul, wo bist du? Ah. Da ist einer am Auto von uns. Ich leg ihn um. Also hast du 22er Munition, dafür habe ich nämlich ein Gewehr gefunden. Ja, ich leg dir mal das Mac ins Auto einfach, wenn du nicht das schon komplett mit Dreck voll gemacht hättest. Punkt 22, ich glaube. Punkt
was. Thank you very much. Das ist aber auch neu, dass er jetzt da, wenn du das Inventar aufmachst, dass er da rumfummelt im Auto, ne? Gut, dann komm, wir versuchen Glühwein zu sammeln. Jetzt komm rein ins Auto. Glühwein? Komm rein, du Assi. Du kannst das auch noch jetzt dein Inventar wohl verwalten, wenn du im Auto sitzt, habe ich gelesen. Ja, geht auch. Entspanntor. Ich hoffe, wir werden einfach von dem Auto runtergebatzt. Ja. Kurz Pitch. Seid aber auch echt Pech, dass wir da, wenn wir da, da wir noch 200 Meter weitergefahren, wären wir ja aus der Zone raus gewesen. Ja. Das wird echt ärgerlich so. Also, aber wirklich wie die Hühner auf der Stange fahren wir durch die Gegend. Ohne Scheiß. Fehlt nur das fehlt nur das Schild auf dem Kopf, bitte erschießt uns. Okay. Okay heißt meistens, ich bin einfach so gestorben. Hauptsache ich sag okay und mein Handy geht sofort an. So, also wir sind jetzt im Prinzip auf der Straße in Richtung Sultan, richtig? Richtig. So, ja. Oh, wenn ich mich erinnern könnte, was auf den Schildern stand. Na. Das ist halt die Frage, siehst du irgendwas in der Nähe? Also ich vermute mal jetzt in die Richtung, oder liege ich falsch? Na, ich bin jetzt gelaufen, die Straße lang, wo das Schild halt gezeigt hat, bitte laufe nach rechts zu diesem Airfield. Auf dieser Straße bin ich. Okay, na gut, das ist natürlich voll 15 B. Siehst du irgendwas in der Nähe, Häuser, kannst du irgendwas beschreiben? Ja, das könnte ein Viehstall oder sowas sein. Das ist so eine lange Blechhütte, eine sehr lange. Und hier sind Farben. Also ich würde sagen, du läufst auf jeden Fall mal irgendwie weiter, bis du irgendwo ankommst, weil das ist jetzt eben schwierig zu sagen, ne? Farben sind hier überall. Ja, dann laufe ich einfach wieder zu der Straße, wo ich rechts und links in irgendwelche anderen Orte komme, aber nicht zum Airfield. Okay. Ja, warte mal, Daniel, guckst du mal bitte mit, wo sie sein könnte? Ich guck gerade, such mir gerade eine Karte raus. Ich vermute, dass es jetzt ist, wo ich hier lang fahre, oder? Also ich guck nebenbei auf dem Stream, die Straße habe ich noch nicht gesehen, die ihr langfahrt. Also du hast gesagt Sultan und was war zur Auswahl? Pinecrest, das ne? Das Airfield, Pinecrest, Sultan und na, dann müsste es aber doch die andere sein. Pinecrest ist doch da unten und Sultan ist auch da unten, oder? Ja. Ja, und dann ist es irgendein anderer, der uns hier abknallen will. Warte mal, Pinecrest. Okay, Polizeiknüppel. Na, dann musst du ja quasi auf dieser Gabelung zwischen Sultan und Pinecrest gestanden haben. Da gibt's ja nur... Obwohl... Wenn alles drei angezeichnet war... Oh Gott, wo bist du denn? Ja, ich guck ja. Also wenn du die Chance hast, geh zu dem Schild zurück und geh Richtung Pinecrest. Dann holen wir dich in Pinecrest ab. Das ist am zentralsten. Also, ich habe jetzt keine Ahnung, in welche Richtung ich... Ich guck gleich. Hm. Tut mir leid. Ich bin heute nicht mehr... Mein Tag ist durch. Sind wir das nicht alle am Ende des Tages? Ein Gedächtnis ist das eines Goldfisches. So wie Dori. Aus Findet Dori. Oh, ich hab Gedächtnisprobleme. Nee, was hat sie denn gesagt? Probleme mit dem Gedächtnis oder irgendwas? Wer bist du? Oh ja, ich hab das Schild gefunden. Also hier steht Sultan und Pinecrest dran. Ich lock jetzt nach Pinecrest. Genau. Okay, und dann habe ich auch eure Straße gesehen, an der ihr vorbeigefahren seid. Sultan und Pinecrest. Jetzt haben wir auch ein Schild mit Sultan und Pinecrest gerade passiert. Ach, wie ja, es ruckelt teilweise das Game. Das ist so krank. Ja. Läufst du auf der Straße oder wo läufst du? Ja, ich bin das im nächsten Reihe. Nein, heute spielen wir Miscreated. Das im nächsten Reihe. Mein Stefan und einer ist noch traurig, der war das. Stimmt! Daniel, ich habe letztens doch deinen LP geguckt von Seven Days to Die. Ja. Und da kam Stefan rein hier aus dem GSler-Stuhl. Ah ja, alles klar. Und der meinte, oh, spielt ihr das? Spielst du das auch? Ich so, ja. Und dann meinte er, Und ich so, willst du mal mitspielen? Und er, ja, dann brauche ich nicht alleine. Und so. Das ist doch süß. Also ja. Wenn er Zeit hat und das okay für euch ist, dann kann ich bestimmt mal Bescheid sagen. Also, ich habe kein Problem damit. Kein Problem. Also, je mehr, desto lustiger eigentlich. Auf jeden Fall. Ich bin mit Stefan tatsächlich lustig. Ja.
Ein neues Opfer. Ja. Aber ich weiß ja nicht, wie lange er schon spielt. Vielleicht ist er gar nicht so ein Noob. So wie wir. Ja. Bist du an der Tanke vorbeigekommen, Jule? Nee, ne? Ja. Nee, keine Tanke. Wollen wir mal kurz Stopp machen? Jo, gucken wir mal rein hier. Stellen wir dahinter ab. Also hier ist auch noch ein Wechselreifen, aber gut, wir haben ja 4 Stück. Okay. Sparkplugs, also. Man muss die Scheiße halt immer ausrollen, die man schon hat, ne? Geht ja. Halt nichts anderes. Ich bin wahrscheinlich noch auf direktem Weg. Er hat mich wahrscheinlich überholt, weil ich ja noch die Seitenstraße gelaufen bin. Was für eine Seitenstraße? Na, das Schild. Das Schild führt, zeigt ja nach Pinecrest und Sultan. Und da war eine Straße, die natürlich angezeigt wurde. Egal, okay. Wir finden das schon. Schon wieder ein Drive-Bild, ich raste aus. Ich habe auch ein Drive-Bild mit und Duct Tape und Vodka. Also die haben theoretisch alles beisammen. Wenn wir ein neues Auto finden mit einem 4er-Sitzplatz, dann brauchen wir einfach nur umladen. Ja. So. So eine Theorie. Jo, ihr seid an mir vorbei. Also, ich habe euch bin zu lange in deinem Laufen. Ich habe die Straße gefunden. Also, ich habe dich jetzt hier im Stream schon vorbeifahren sehen. Nice. Dann bist du ja natürlich auf der Straße gelaufen. Ja, da bin ich, wie gesagt. Ich war aber noch auf einer Seitenstraße. Ich musste erstmal zu diesem Schild laufen, wo dran stand, dass es nach Pinecrest geht. Und da seid ihr wahrscheinlich in der Zeit schon vorbeigefahren. Wir können dich ja, wie gesagt, jetzt auch abholen. Das ist ja kein Thema. Bin doch gleich da. Weißt du? Was? Ja, geil. Nachher überfahren wir sie noch. Ja, wie immer. Patsch! Also, wir kommen dir jetzt eigentlich erstmal entgegen. Mhm. Bin gespannt. Ich lauf mal auf der von mir aus rechten Seite. Und dann müssten wir jetzt quasi eh durch Pinecrest durch, wenn wir jetzt nach in den Norden hoch wollen. Also die Frage, welche jetzt, ob es links oder rechts? Ja? Ja, das oder ist. Oder wir bleiben einfach bei der Tanke. Ja, eben, bin auch gleich da. Ja. Jetzt kommst du bestimmt zur Tanke auf der anderen Seite der Stadt. Bin da, wo seid ihr? Ja, ich bin hier an der Tankstelle, aber sehen. Tue ich euch nicht. Nee. Ich würde ja sagen, wir könnten nebenbei noch looten, aber. Na, haha. Looten und leveln. Warte mal, das ist voll lustig, dass man hier hochklettern kann. Da ist nichts waschen. Ich nehme Daniel sofort die Freude am Spiel. Let's try it wrong. Weil es so schön übereinander gestapelt ist, könnte ja sein, dass da irgendwas versteckt ist. Ja, aber Marco wird jetzt mega aufmerksam, dass guckt, aber. Ich schmeiß wieder irgendwelchen Scheiß durch die Gegend. Rauchgranate oder was? Ja. Wow. Was soll das sein für eine Farbe? Weiß oder grau. Auf jeden Fall. Beige. Bei mir ist die Rauchentwicklung 30 cm breit im Durchmesser. Sehr gut, dass es bei mir halt die halbe Karte ist. Oh, das ist ja wieder Granatenbug bei Counter-Strike, ey. Wo dann teilweise bei manchen Spielern die Rauchgranaten nicht richtig angezeigt wurden und dann haben sie dich durch die Rauchgranate umgebumst. Mhm. Hast du dich gewundert, wie das gehen kann? Sehr schön. Wo war das Inventar? G. Standardmäßig ja, auf G, ja. G wie Inventar, stimmt. Oder G wie Gin-Inventar. Der Rauch auch übelst klein. Der Rauch auch übelst klein. Bei mir ist er komplett weg. In der Nähe oder? Ich bin auf dem. Ich hab einen Motorradhelm auf. Ich sag, ich sehe einen Wasserturm. Ach du Scheiße. Ja, ups. Den sehe ich auch von der Tanke aus. Ich bin zu Fuß. Das ist der Unterschied da hier, ne? Fahr hier nicht mit dem Auto lang. Du wirst uns, glaube ich, jemals finden. Wenn du einen Wasserturm ist siehst. Ist nicht schlimm, ich töte euch einfach. Ja, gute Idee. Mit meinem Polizeiknüppel. Ja. Knüppel euch nieder. Oh, Mann. Zum Thema, was ich habe. Willst du mal gucken, Daniel? Ich habe einen Knüppel. Einen riesigen Knüppel. Einen riesigen Knüppel. Lass du voll Neid. Vor allem, wenn Jule jetzt
den Wasserturm sieht. Ich sehe den von der Tanke aus, wenn ich unten stehe, nicht. Ich sehe den nicht, also ich habe nichts Ahnung, wo das sein soll. Aber gut. Wo bist du eigentlich, Christoph? Im Laden drin, in der Tanke? Nee, ich war jetzt mal in diesem kleinen Extra-Gebäude noch. Ja, da war ich schon drin, da habe ich nur Ducktape rausgeholt. Und ich habe übrigens noch so ein Walkie-Talkie gefunden, ne? Okay. Cool. Oh, ich sehe die Tankstelle. Oh, Wahnsinn. Abgefahren. Ich habe einen schwarzen Knüppel in der Hand und einen Motorradhelm, glaube ich, soll das sein, auf dem Kopf. Ich glaube, der Motorradhelm ist der größte Indikator. Als ob ich sehen könnte, ob du einen Knüppel in der Hand hast auf die Entfernung. Du ob was sehen würdest. Ja. Ich bin mal gespannt, Jule, kommen wir aus einer ganz anderen Richtung wahrscheinlich. Nein, ich komme aus der Richtung, wo ihr auch seid. Kommen. Da ist er. Ich sehe sie. Ach da. Schön an mir vorbeigesneakt. So, dann kommen wir mit zum Auto, dann können wir dir ein bisschen Stuff geben. Stuff. A little bit stuff. Stuff, stuff. Da liegt ja schon ein bisschen was drin, ne? Ja, ich gucke gerade, was ich noch. Ich hatte doch irgendwas eingesteckt. Ah, hier die Jacke. Und im Auto müsste auch noch Zeug drin sein. Jacke. Aber dann, achso, jetzt wäre es erstmal die Frage sein, ob wir einen dritten Mann ins Auto nehmen können, ne? Wie gesagt, schlechte Erfahrungen damit gemacht. Doch, in meiner Brown Jeans, achso. Was ist denn hier eigentlich noch im Auto drin für dich? Da sind noch Schuhe drin und was zu essen und zwei Waffen ohne Munition, drei besser gesagt. Warum kann ich das nicht anziehen? Für die 9mm kann ich noch ein paar Schuss reinlegen. Du musst erst die andere Hose rausschmeißen, bevor du die anziehen das kannst. Das ist doch eine Jacke. N-Military Jacket. Ja, die Jacke ist aber wie ein Pullover gemünzt. Also ist keine Weste. Kannst keine Jacke über einen Pullover ziehen. Es gibt zwar Westen, aber das ist halt nochmal ein extra Ding. Hier wird geschossen. Was? Geschossen. Nee, hör auf. Es hat dich gerade noch angeschaut. Ja, schon wieder. Hä? Wo? Wo denn? Ich nicht. Schon wieder. Ja, oder habe ich eine Anzeige? Doch. Wo war das? Ich habe keine Ahnung. Hier ins Haus. Und kümmere mich weiter um meine Jacke. Daniel? Ja, ich bin im Gebäude. Wir sind rechts in diesen einzelnen Dings rein. Echt jetzt? Scheiße. Nee, wir sind jetzt einfach in diese Baracke, so. Direkt daneben ist. Ich dachte, die Gegner wären da drin. Ich versuche jetzt einfach mal was aus dem Truck rauszunehmen. Immer noch die. Ach, es kam vom Wald, oder? Keine Ahnung. Aber es ist ja bei uns ja auch nichts eingeschlagen. Nee, ist nicht bei uns eingeschlagen. Ich habe nur Schüsse gehört. Okay. Ich habe nicht mal die Schüsse gehört, what the fuck. Das ist relativ laut. So, ich nehme mal den Drive-Belt raus. Der Computer ist so scheiße. So, was machen wir jetzt? Ja, geht wieder auf. Theoretisch so schnell wie möglich weiterfahren, würde ich mal behaupten, oder? Ja, das ist halt die Frage, wenn wir zu dritt nicht fahren können, dann bringt uns das alles nicht so viel, oder? Naja, wir müssen jetzt probieren. Entweder nehmen wir Juli wieder irgendjemanden Huckepack. Ja, oder einer läuft. Also ich würde fast vorschlagen, einer läuft, weil ich habe Angst, dass wieder jemand tot umfällt, ohne Grund. Und dann sag mir doch einfach, wo wir hinwollen und dann laufe ich. Ich will ja sowieso noch ein bisschen lugen. Ich meine, ich kann euch nicht helfen, wenn wir das Auto wieder... Du kannst ja erstmal nur gucken, ob du mit rein kannst ins Auto sozusagen. Ja, nimm du Jule erstmal mit und ich laufe erstmal die Hauptstraße runter. Denke, wir können auch mal probieren, ob wir zu dritt rein können. Naja, können wir auch probieren. Hauptsache, Marius hat die Schüsse auch gehört. Oh, scheiße. Ja. Fahr weg. War schon. War das ein Einschlag? Zu kannst du zu dritt? Ja, zu dritt gehe ich bestimmt drauf. Okay, ich komm. Komm. Kommst du nur, oder? Ja, ich bin doch drin. Jetzt fahr los. Wohin? Ey, wie geil. Nach links oder wohin?
Vielleicht nicht in die Stadt, oder? Wenn die Schüsse kommen? Ja, ich auch. Marius hat gerade gesagt, er hat die Schüsse im Stream auch gehört. Ich habe es ja auch gehört, aber nicht die ersten beiden, sondern nur den dritten oder so. Wir haben halt auch übelst viel Öl und Spinster. Wir müssen uns jetzt nicht in der Stadt abknallen lassen. Ja. Nee, eben deswegen, ja. Wollen wir nach Norden hochfahren zu unseren Kisten? Komm mal. Wir könnten auf jeden Fall. Jule hält sich an mir, bei mir am Rucksack fest. Eigentlich an der Lehne, aber dadurch, dass du so einen fetten Rucksack hast, sieht das aus, ja. Aber es ist erstaunlich, ne? Dass sozusagen so dicht beieinander und ich habe die Schüsse nicht gehört. Also definitiv nicht. Ich habe dann auch welche gehört, aber nicht die Anfangsschüsse, die ein oder zwei, ja, die da geflogen sind. Aber hörte sich extrem nah an, ne? No. Ja. Ich weiß nicht, das Auto hat irgendwie was. Ist voll schnittig, wenn man von vorne guckt. Aber es halt, sitzt halt wie auf dem Präsentierteller, ne? Konsumiere diese Scheiß, also. Leer, ist klar. Muss jetzt lang, rechts lang? Warte mal, wir fahren jetzt Richtung Sultan dann, ne? Ja, ja. Wenn du jetzt rechts fährst, dann fahren wir Richtung Sultan. Genau. Ja. Alter, ich weiß, wo wir sind. Die nächste müsstest du dann wieder rechts fahren und dann geradeaus müsstest du über eine Brücke gehen. Ey, das ist so cool. Schönen guten Abend, Maya. Dann spiele ich mal Mist Created, dann kannst du nicht lange zugucken, aber ist kein Problem. Grüß dich. Wenn man es so fett machen würde, könnte ja theoretisch noch ein Vierter mitfahren. Aber wie gesagt, das landet ja alles auch auf YouTube. Aber 3 ist doch schon mal cool. Mhm. Wenn Windows das Update nicht wieder meine Festplatte zerdallert. So wie jetzt beim letzten Update am Montag. Definitiv. Ich bin mir ziemlich sicher, dass unsere Kisten noch stehen. Man muss sich nur eigentlich alle 2 Wochen einloggen, damit die nicht wegploppen. Aber es ist ja wie gesagt eine Server-Einstellung, habe ich mal gelesen. Und die eine Base sieht auf jeden Fall so aus, als wäre sie die große da am Airfield, ne? Ja. Die war definitiv auch länger als 2 Wochen nicht besucht. Ja, stimmt. Hier müssten wir eigentlich rechts. Ach, hier rechts? Ja. Lies mal den Shit, Daniel. So. Nächstes Stream mal kommt am Sonntag wahrscheinlich. Also Freitag komme ich meistens nicht dazu. Ich weiß nicht, ob ich es vielleicht morgen schaffen könnte, weil ich nicht zum Training ging. Momentan kämpfe ich ein bisschen mit einem Erkältungsinfekt. Und Sultan, ne? Echt? War ich noch nie ein Sultan. Und da will ich nicht unbedingt. Scheiße. Oh. Besser eingepackt. Ach, Maul aufreißen. Ja, also ich glaube. Dass ich in die Luft geflogen sind, du Otto. Ja, oder ich einfach tot umgefallen bin, wie beim letzten Mal. ja. Braucht das Auto? Uncool. Nee, oder das staubt die Straße einfach. Das ist der Straßenstaub, möchte ich behaupten. Würde auch sagen. Irgend sowas. Reden wir es uns ein und dann fliegen wir einfach in die Luft, ohne Vorwarnung. Naja, es kommt eine Flamme und dann fliegen wir in die Luft. So, jetzt können wir uns aussuchen. Ich würde sagen, wir fahren links lang, dann fahren wir an der Küste hoch. Ja. Jetzt gleich links, ja. Ja. Ja, Sonntag definitiv dann nächstes Stream, denke ich. Und davor, weiß ich nicht, spontan eher. Marius, vielleicht ist es auch. Bei mir wird YouTube auch immer geblockt auf die niedrigste Stufe der Qualität. Das liegt einfach abends dann da dran, keine Ahnung woran. 144, keine Ahnung was. Selbst bei Telekom 100 Mbit. Minimalste Einstellung. Flüssig. Ich habe jetzt gerade mit dem Stream gequatscht. Was war mit niedrigsten Einstellungen flüssig? Na, ich habe einen Stream ja nebenbei auch laufen und der läuft bei mir heute nur flüssig auf der allerniedrigsten Einstellung. Also ja, das hat Maris ja auch geschrieben, ja. Ist das hier neu? Wollen wir hier mal anhalten? Sieht neu aus, oder? Ich guck mal. Das müsste Heaven Distributors sein, das ist nicht neu, aber. Oh Gott, ein Zombie. Heilung! Aha! Und nochmal rüber zur Sicherheit. Oh. Wäre gut gewesen, wenn er jetzt wieder aufsteht. Das misst viel. One-hitted. Oh, du hast ein Wasser. Nein. Kannst du ruhig nehmen. Hä? Hast du den da hinten gelootet, den Zombie? Ja. Bei mir liegt er hier, wo ich hier stehe. Lol. Nee, der liegt woanders. Ja. Good game. Und ich frage mich immer, warum wir sämtliche Zweikämpfe verlieren. Lalala, die Hitbox ist irgendwo ganz woanders. 9mm Pistole.
und Munition. Ich geh mal in dieses Blockhaus rein, in dieses große, ne? Ja. Munition ist immer gut. Bist du in dem vernagelten Raum in dem großen Bürogebäude? Ja, genau, genau. Gleich straight durchgelaufen. Es gibt sowieso nirgendwo was anderes. Ich habe aber letztens in einem anderen Büroraum habe ich Munition gefunden, Christoph. Ja, es gibt, glaube ich, auch in diesen Gebäuden hier mehr, aber es ist halt müßig, hier alles abzusuchen. Glaube ich, jetzt auch Verdacht, weißt du? Weil es halt, ja. Es gibt schon so ein, zwei Loot-Spawns in den anderen Gebäuden. Also so ein, zwei Sachen stehen immer auf den Tischen, aber halt Waffen muss wahrscheinlich, oder Muni muss halt extrem viel Stein haben. Ich gehe mal in die Lagerhalle rüber, wa? Willst du machen? Jo. Da wird wahrscheinlich extrem geiler Stuff sein, aka eine Packung Nägel, wenn es hochkommt. Erstmal ist ja alles zugewachsen. Geiler Scheiß, hier sieht man ja gar nichts. Hast du das schon mal, warst du hier schon mal? Nee, aber es steht, ist auf der Karte eingezeichnet und die ich habe, die ist nicht die neueste. Das ist jetzt irgendwie ein Military-Ding vielleicht, aber das scheint es nicht zu sein. Ich komme aus dem Raum nicht mehr raus. Wunderbar. Was? Aus welchem? Mit dem Brettern oben. Ne, musste dich hinknien, ja. Und dann ruhig flutschen. Ja, ich weiß, das habe ich gerade die ganze Zeit versucht, aber. $10 fürs X. Boah, Sunglasses, mein ich. Marius, ich weiß nicht, das geht ja schon ewig mit YouTube. Also, ich vermute mal, dass. Vielleicht haben die auch ein Abkommen geschlossen. Verschwörungstheorie. Dass jeden Abend alle Leute runtergeregelt werden. Also auf dem Dach ist nichts. Oder das ist generell nichts. So, weil abend die meisten Leute online nichts. Sind. Nichts, gar nichts. Einfach nichts. Ich warte am Auto. Oh, dann, also wie gesagt, dann optimal hast du getarnt. Auf jeden Fall, zumindest hier für Jule haben wir dann eine 9mm mit ein paar Schuss. Ja. Also, ist ja nicht so, dass wir überhaupt Munition hätten. Ich habe 7 Schuss für die 22er Luftgewehr-Kacke. Und jetzt haben wir nochmal 9 mm. Also. Ich lade die mal gleich in die Pistole rein. Ja, das ist gut. Ich glaube, das kriege ich hin. Hast du gleich, weil ich baller so. Ah, warte mal, lass mal draußen machen, sonst klippt es hier. Ja, sonst klippt es wieder durch die Wände durch. Decken und Fußböden. Genau, durch die Decke dann. Kann doch, wenn du von unten guckst, ist es eine Decke. Sorry, das ja, stimmt. Ist, ich wollte gerade sagen, das ist auch keine. Sogar noch sicherer, ich leg's dir ins Auto rein. Ja, das. Und ach! Wer war das? Was? Schuss! Habt ihr das nicht gehört? Nee. Das war nicht, ne? Ah, jetzt hab ich einen Schuss gehört, übelst nah. Aber dann ist das ein Bug, oder? Bestimmt, ist bestimmt ein Bug. Was soll schon passieren in dem Spiel? Also jetzt gerade übelst nah einen Schuss neben mir gehört. Das kann, wieder. Das also kann aber nicht sein, ich sitze neben dem Auto und... Also im Prinzip genau jetzt, als wenn der direkt neben mir stehen würde. Also ich sitze im Busch, schieß bitte nicht in den Busch rein. Nein, das ist okay. Ich schieße jetzt gar nicht, kann ja keiner sein. Da haben sich meine Schüsse, die ich gehört habe, vorhin auch angehört. Also. Vielleicht ist es auch einfach ein wilder Hacker, der über die Karte teleportiert und wild vor sich hin ballert. Also die 9mm liegt in der Karre. Jetzt habe ich es auch gehört. Ne? Ich habe immer noch nichts gehört. Lauf mal hier so an dem Baum vorbei. Ja, aufs Auto zu. Nicht gehört. Ja, das ist natürlich in so einem Spiel eine sehr geile Sache. Ja. Warte, ich lade jetzt erstmal Jule in den... Da ist ja war schon wieder ein Schuss. Ich höre nichts. Warte mal, bewegt die mal nicht. Hast du einen Invite bekommen, Jule? Nee. Unten links müsste da was stehen. Oder mach mal das Inventar auf und geh auf Clan. Clan? Ich werde mal einmal mit meinem richtigen Gewehr schießen und gucken. Oder nein! Ich 10 Schuss. Nein! Was denn? Dann lockst du doch die Leute an. Wenn dir welche in der Nähe sind, dann ja, kommen sie. Hier werden welche sein. Ja, ja. Auf der Straße. Wir fahren ja gleich weiter, oder? Ja, warte, lass mich mal noch kurz. Jule, hast du einen Invite bekommen? Ich weiß nicht, ob man Maustaste drücken musste, oder? Aber dann nehme ich mal irgendwas. Warte. Ich nehme mal die Waffe weg. Wie konnte man die Waffe wegstecken? Achso, warte. Jetzt. Ah. Jetzt müsste was gekriegt haben, oder? Ja, jetzt habe ich was gekriegt. Gut. Exakt. Yay. Hat Christoph schon geschossen? Nee. Soll ich mal? Ups.
Ja, mach. Jetzt einfach mal in abgeben. Einfach für die Geilheit. 3, 2, 1. Okay, und jetzt ins Auto und weg. Luna hat sich das auch angehört. Okay. Hallo? Im Stream machen sich alle drüber lustig, dass wir Schüsse hören, die es nicht gibt, scheinbar. Der eine schreit, bitte nicht sterben. Mario schreit, bitte sterben. Also wirklich. Ja. Aber ihr habt beide den Gewehrschuss. Den Schuss habe ich jetzt gehört, ja. Und ich habe auch, glaube ich, gesehen, wo es eingeschlagen ist, in einem Baum oder so. Ja, ja. Acke eine große weiße Wolke. Wie ein Indianer. Also ein Indianername. So, und du müsstest jetzt quasi die. Klar, du was ist. Die Straße einfach immer nur geradeaus. Bis. Das ist zu befehlen. Bis wir zum Cedar Park auf der rechten Seite haben. Du Assi. Wir haben ein kleines Brücken-Internet so. Ja. AK, wir gehen mal schnell dahin und gucken mal, was in den Autos drin ist. Hilfe, Hilfe, da kommen welche.